meine Lieben, ich melde mich aus meiner langen Pause zurück und heute habe ich eine Challenge für euch, eine Make-up-Challenge. Ich mache ein komplettes Make-up nur mit Kinderschminke, deswegen sehe ich auch so toll aus, weil diese Schminke grandios ist. Ja, am besten seht ihr selber im Video, ich quatsche vielleicht gar nicht am besten so viel vorab, lohnt sich nicht. Ganz kurz und knapp, ich habe die Schminke bei Toys R Us gekauft und dann auch diese Palette hier. Eigentlich alles habe ich bei Toys R Us gekauft. Ich habe ein Produkt nicht, und zwar das hier, das habe ich bei Claire selber gekauft, diese BB Cream. Aber wirklich sonst alle anderen Produkte bei Toys R Us, also wenn ihr mal irgendwas Tolles schenken wollt an Kinder, dann ist das vielleicht genau das Richtige. Aber der Preis ist echt happig. Also ich habe jetzt für diese Palette, die ist nicht gerade gut, 12,99 € bezahlt. Finde ich schon krass. Ja, ich freue mich, wenn ihr dran bleibt und wünsche euch viel Spaß jetzt beim tollen Tutorial. Ja, zuerst wollte ich eigentlich eine Lidschatten-Base haben. Die gibt es natürlich nicht. Deswegen arbeite ich mit der BB Cream von Claire's. Hier steht leider gar kein Preis mehr dran, aber ich glaube, sie war so um die 7 bis 8 €. Ich finde eigentlich schon teuer. Ich habe keine Ahnung, ob die Farbe passt. Dazu kann ich leider nichts sagen. Wir testen das. Oh, die ist, glaube ich, sehr hell. Ziemlich flüssig. Riechen tut sie eigentlich ganz gut. Ja, dann kommen wir zu dem Set, was ich gekauft habe. Das ist das Chaser Sunset Case für 12,99 €. Und ich glaube, es gibt wesentlich bessere Lidschatten in dieser Größe, in diesem Format, als das hier. Ich habe eine Farbe geswatcht und dachte mir so, gut, das wird dann aber, dass man es sieht. Von innen sieht es so aus. Eigentlich ganz cool, wie ich finde, wenn die Farben funktionieren können. Was ich schön finde, dass die meisten Farben matt sind. Im Moment bin ich auf den matten Trip. Das gefällt mir ganz gut. Ich pickel das mal ab und bin gleich da. Hier sind noch so Helferchen drin und ich denke, die darf ich auf jeden Fall mitverwenden. Ich will jetzt nicht so viel, das war's dunkler. Zum Grundieren meines BB Cream irgendwas auf den Augen, was man gar nicht wirklich merkt, nehme ich die helle Farbe hier, damit ich ein bisschen was abgedeckt habe. Ja, das ist der Beweis dafür, dass es auch schlechte Pinsel geben kann, nämlich die hier. Wenn der Finger mehr bringt als ein Pinsel, dann braucht man eigentlich auch keinen, oder? Für mein Oberlidziel verwende ich heute nur diese knalligen Farben hier oben und ich fange einfach mal mit dem hier in der Mitte an. Es tut mir leid für das Kindergeschrei draußen. Das kann ich nicht abstellen. Ich gehe weiter mit dem Pink hier und werde dann eigentlich mal dunkler, dass ich danach das nehme und dann das hier. Mit dem gleichen Pinsel natürlich. Jetzt gehe ich in diese Farbe hier rein, ganz außen. Okay. Die hat gar keine Abgabe. Hallo? Da kommt nichts. Das ist ärgerlich, ne? Ein Trick, wenn ihr Lidschatten habt, der vielleicht gar keine Farbe abgibt, so wie der hier gerade. Probiert es mal mit Wasser. Ich werde mir ein bisschen Wasser besorgen und gleich wieder. Ich verwende jetzt auch mal den hier. Vielleicht geht die Abgabe ein bisschen besser. Also ihr seht, vorher gar keine Farbabgabe. Und mit ein bisschen Feuchtigkeit funktioniert das. Jetzt geht es auch mit dem anderen Ende in die lila Farbe, um vielleicht ein bisschen dunkleren Rand zu bekommen. Mal sehen. Auch keine Farbabgabe. Also bei einigen. Also ich fand jetzt das Braun gar nicht so schlecht. Aber diese lilanen oder pinken Töne. Gut.
Auch hier kann nur Wasser helfen. Also selbst im nassen Zustand ist dieses Lila nicht auftragbar. Ja, meine Lieben, weil das hier oben leider gar nicht funktioniert hat mit dem Lila, selbst im nassen Zustand macht es keine Veränderung, probiere ich mein Glück jetzt hier mit dem Braun. Ja, damit es nicht ganz so wie eine Barbie aussieht, vielleicht ein bisschen schöneren Look noch hier rausbekomme. Wir hoffen es. Ein Highlight unter meinen Augenbrauen. Auf der Seite sind die Farben ganz gut für so. Vielleicht auch später für das für meinen Augenbrauen an sich. Auf jeden Fall hier sind schöne Highlighter drunter. Und wie wir sehen, sehen wir gar nichts. Oh, ein bisschen Schimmer. So, für die Augenbrauen war ebenfalls was in diesem kleinen Pinselset dabei. Ihr kennt das, so ein abgeschrägter Pinsel. Ich mache das direkt ebenfalls nass und benutze das Braun hier auf der Seite, womit ich auch versucht habe, eine dunklere Kante hinzubekommen. Das ist ein bisschen rötlich-braun, aber ich glaube, das stört bei mir nicht ganz so doll. Seht ihr das? Ein Klecks. Und so eine Art Bürstchen war auch dabei. Ich würde sagen, ein sehr natürlicher Look. Aber es geht. Ist machbar. Ja, als nächstes Produkt habe ich einen Liquid Eyeliner von Claire's für 2,90 €. Ja, der Preis geht noch, aber ich glaube, man kriegt auch mittlerweile sehr gut für den Preis was von Essence, den ich Lara sonst genommen habe. Den wasserfesten. Ach, diese Verpackung, die mache ich ganz wahnsinnig. Ich bin gespannt. Das Einzige, was ich an dem nicht mag, ist irgendwie der Duft nach Edding. Und der macht mir Sorgen. Kriege ich dieses Produkt nochmal ab vor meinen Augen? Wenn ich mich besser damit angestellt hätte, würde es wahrscheinlich auch besser aussehen. Aber was ich finde, man merkt ihn. Das finde ich schlecht. Kommen wir nun zur Foundation, die es nicht gab. Ist das Einzige, was ich halt gefunden habe, war das, was ich schon unter meinen Augen genommen habe als Base. Nämlich die BB Cream von Claire's. Gab es auch nur in einer Farbe. Dazu habe ich dann einen wunderschönen Sponge mitgenommen, der sehr hart ist. Wir schauen mal. Ja, das ist die Foundation, mehr schlecht als recht. Um das Ganze zu setten, habe ich ebenfalls ein Puder gekauft, auch von Claire's, ein Kompaktpuder. Gab es nur in einer Farbe und mal wieder bin ich bei der Verpackung dran. Das ging immer leicht. Sieht so aus, ganz einfach. Ich habe einen Pinsel, den ich jetzt für alles gebrauche, zum Contouring, zum Pudern, zum Alles. Ich sehe es aus wie eine Leiche. Jetzt mache ich mit meinen Augen weiter, weil wir es ja bunt haben wollen wie die Kinder. Mache ich unten mache ich mit dieser blauen Reihe hier, türkisen Reihe.
Und ich fange mit dem Äußersten an. Das ist immer eine Wasserlinie. Ich habe ein bisschen Rouge-Probleme. Ich fange mit dem Contouring an. Hier ist so eine kleine braune Farbe und die verwende ich einfach mal und hoffe, dass es irgendwie funktioniert. Ich nicht ganz so bescheiden aussehen werde. Ich würde sagen, funktioniert. Gut, dass ist die andere Sache. Ich muss sagen, Gelbpinsel gefällt mir, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, den behalte ich. Wir kommen zum Blush. Ich bin ein bisschen überfordert. Ich glaube, ich nehme das Orangene hier, damit ich einfach mal alle Farben durch habe. Ja. Was sieht, ist die andere Sache. Auf jeden Fall kommt, ich weiß nicht, ob ihr das seht, und dieser BB-Cream sieht man einfach jede Sommersprosse bei mir. Und das mag ich leider gar nicht. Seht ihr das? Oh, es ist genug auf den Wangen. Jetzt fehlt uns noch ein Highlighter und dafür verwende ich den hier. Jetzt eine Wimperntusche. Ich hatte jetzt keine Wimperntusche gefunden bei Claire's bzw. bei Toys R Us und habe dann einfach eine genommen, die ich mal geschenkt bekommen habe. Das ist von Isadora eine. Ich fand sie nie gut und würde sie einfach verschenken wollen. Wenn das nicht mal fürchterlich ist. Ja, meine Leute, das ist das fertige Endergebnis. Benutze ich die Schminke nochmal? Nein, ich glaube, ich benutze hier einen Pinsel nochmal, dem ich eben mein Produkt aufgetragen habe auf den Wangen. Der war ganz okay. Alle anderen Dinge werde ich nicht nochmal verwenden. Ist einfach nicht so meins. Der Blick in den Spiegel. Horror. Hab was so einen Clown, ne? Karneval. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch einen Daumen oben da, wenn es so ist. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal und abonniert mich fleißig. Ich freue mich auf euch und sage ciao.